Obwohl das manchmal doch ziemlich weit hergeholt wirkt, mithilfe winziger Details bedeutende Vermutungen anzustellen. Nun, das ist nicht ganz richtig. Um genau zu sein, die winzigen Details sind das mit Abstand Wichtigste. Nehmen Sie Watson. Das habe ich vor. Sehen Sie seinen Spazierstock, ein seltenes afrikanisches Schlangenholz, in dem sich eine Klinge verbirgt. Aus hochfestem Stahl. Sie wurden Veteranen des Anglo-Afghanischen Krieges verliehen. Ich darf daher annehmen, dass er ein hochdekorierter Soldat ist. Stark, mutig, ein geborener Mann der Tat. Und? Adrett, so wie alle Männer des Militärs. Nun überprüfe ich seinen Tascheninhalt. Ah, die Eintrittskarte für einen Boxkampf. Ich kann daraus schließen, dass er zum Glücksspiel neigt. Sie sollten Ihre Aussteuer im Auge behalten. Diese Tage sind längst vorbei. So lange nun auch nicht. Es hat uns mehr als einmal die Miete gekostet. Nun, bei allem Respekt, Mr. Holmes, Sie kennen John bereits sehr gut. Was ist mit einem Wildfremden? Was können Sie über mich sagen? Sie? Ich halte das nicht für... Ich weiß nicht, ob das eine so... Nicht beim Dinner. Vielleicht ein anderer. Ich insistiere. Sie insistieren? Das hatten wir doch besprochen. Die Lady insistiert. Eine Gouvernante. Fabelhaft. Ja, fabelhaft. Können wir... Ober? Ihr Schützling, ein Junge von 8 Jahren. Charlie ist ein 7-Jähriger. Charlie, ja. Dann ist er groß für sein Alter. Er hat sie heute mit Tinte bespritzt. Habe ich Tinte im Gesicht? An deinem Gesicht gibt es nichts auszusetzen. Um genau zu sein, sind da 2 Spritzer in ihrem Ohr. Indigo-Blau lässt sich nahezu unmöglich abwaschen. Nun, eine höchst ungestüme Tat des Jungen, aber sie sind viel zu erfahren, als dass sie deswegen aus der Haut fahren würden, was der Grund dafür ist, dass ihnen die Lady, für die sie arbeiten, diese Kette geliehen hat. Orientalische Perlen, Diamanten, ein lupenreiner Rubin, schwerlich der Schmuck einer Gouvernante. Der Schmuck, den sie nicht tragen, erzählt uns wesentlich mehr. Holmes. Sie waren verlobt. Der Ring ist ab, aber die hellere Haut, dort, wo er einst saß, deutet darauf hin, dass sie einige Zeit im Ausland verbracht und ihn voller Stolz getragen haben. Allerdings nur, bis man sie über seinen wahren und auch eher bescheidenen Wert aufklärte, woraufhin sie die Verlobung lösten und nach England zurückkehrten, in der Hoffnung auf bessere Aussichten. Ein Doktor vielleicht? In allen Aussagen korrekt, Mr. Holmes, mit Ausnahme von einer. Ich habe ihn nicht verlassen. Er ist gestorben. Gut gemacht, alter Junge.